Von Eisenmangel betroffen sind vor allem vier Menschengruppen. Das eine sind die Frauen, dann die Kinder, Senioren und Leistungssportler. Frauen verlieren alle vier Wochen Blut und Eisen durch ihre Regelblutung. Während das Blut wieder im Körper hergestellt werden kann, ist und bleibt das Eisen für immer verloren. Eine Frau blutet während ihres Lebens im Durchschnitt während 5 bis 7 Jahren nonstop, wenn man alle Blutungen zusammenzählt. Kinder haben den Eisenmangel wegen ihres Mehrbedarfs, wegen des Wachstums und der Reifung. Ich erhielt als Kind von meiner Mutter täglich eine Nahrungsmittelergänzung in Form einer eisenhaltigen Schokolade. Es handelte sich um einen Brauch, der heute nicht mehr üblich ist, vielleicht ein Mitgrund für die Zunahme der Problematik der Konzentrationsstörungen im Kindesalter. Senioren leben oft zurückgezogen, haben weniger Appetit, haben schlechtes Gebiss und leiden deshalb oft auch an Eisenmangel. Und die letzte Gruppe sind die Leistungssportler, die wegen ihrer Mehrleistung, ihrer körperlichen Mehrleistung, auch mehr Eisen brauchen als Durchschnittsmenschen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass praktisch die halbe Menschheit an einem Eisenmangel leidet. Betroffen sind vor allem Menschen in armen Ländern, aber auch in Europa gibt es Millionen von Menschen mit Eisenmangel.